Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Stream-Highlights-Video. Heute schauen wir uns an 8 Menschen, die bei unglaublichen Dingen erwischt wurden. Ich bin krass gespannt hier. Aha, die Fahrstuhl-Fantasien werden da erweckt. Lasst mal ein Like da, lasst mal ein kostenloses Abo da. Wissenswert, Clickbait hier unterwegs, so ein Ding ist das. Jeder wird mal beim Lügen oder Unsinn machen erwischt. Aber die Dinge, bei denen die Menschen in diesem Video erwischt wurden, sind wirklich unglaublich. Freut euch unter was war das denn für ein Move? Hier eine Karte gegeben, da eine Karte bekommen, da eine Karte weitergegeben. Richtig tricky unterwegs. Auf einen völlig leichtsinnigen Kanadier, eine Story, die Albträume erzeugt und eine Frau, die aus der Ferne fassungslos beobachten muss, was Krasses in ihrer Wohnung abgeht. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was das Verrückteste ist, bei dem ihr jemand anderen jemals erwischt habt. Wir sind gespannt. Wisst ihr, woran ich auch immer denke, wenn man so ein Paar ist und dann stellt man so eine versteckte Kamera auf oder so, wovon die andere nichts weiß oder der andere, und wenn dann jemand einen betrügt oder so und das auf frischer Tat ertappen, boah, ich stelle mir das so krass vor, ne? Mal gucken, ob wir sowas hier im Video sehen. Los geht's mit der Nummer 8 und diesem Amerikaner, der auf eine urkomische Weise versucht hat, die Metrogesellschaft der Stadt Washington auf 15.000 US-Dollar Schadensersatz zu verklagen. In Amerika verklagen die doch für alles irgendjemanden. Offensichtlich ließ er sich dabei von einem Cartoon inspirieren, um auf leichte Art Geld zu machen. Okay. Hey, what the? Er warf der Gesellschaft nämlich vor, dass sie eine Verletzung von ihm zu verantworten habe. Der Grund, er sei auf einer Bananenschale ausgerutscht, die in einem Fahrstuhl einer Metrostation gelegen. 15.000 Dollar, weil er auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Macht das mal in Deutschland, die sagen hier zu euch. Habe. Zu seinem Pech zeichnete jedoch eine Überwachungskamera auf, was wirklich passiert war. Erzähl der Mann mal. Rutschte zwar wirklich auf einer Bananenschale aus und fiel auf den Boden, als sich der Fahrstuhl öffnete, auf den Aufnahmen ist aber auch zu sehen, dass der Mann die Bananenschale dort vorher selbst platziert hatte. So ein statt eine Schadensersatzzahlung zu bekommen, musste er dann Geldstrafe, safe Geldstrafe. Eine Strafe wegen versuchten Versicherungsbetruges zahlen. Auf der Nummer 7 befindet sich eine chinesische Streamerin namens Your Highness Xiao Biluo. Vor 2 Jahren hatte sie mehr als 100.000 Follower, die sie vor allem für ihre Schönheit bewunderten und ihr regelmäßig hohe Spenden in den Streams schickten. Als sie dann wieder einmal live war und gerade mit einer anderen Streamerin sprach, passierte es allerdings. Was denn? Durch einen technischen Fehler wurde ein Filter deaktiviert und urplötzlich sahen ihre Zuschauer ihr wahres Gesicht. Was? War das alles nicht real? War das einfach nur ein Filter? Bruder, im Livestream so ein Filter sogar. Ich dachte, das ist auf Instagram und auf FaceApp und so, dass die ihre Bilder bearbeiten. Digga, manchmal, ich habe Leute schon gesehen, ich habe Mädchen gesehen, ne? Die sehen in echt nicht mal 1% aus wie auf ihren Instagram-Bildern. Aber ich wusste nicht, dass sowas im Livestream geht. Hilfe! Was diese vorher nämlich nicht wussten, war, dass die Streamerin die ganze Zeit einen Beauty-Filter benutzt hatte und in der Realität nicht im entferntesten so aussah, wie ihre Fans bis dahin glaubten. Your Highness Xiao Biluo war weder so jung noch so hübsch, wie sie vor dem Filterausfall wirkte. Als ihre meist männlichen Fans nun massenweise den Stream verließen, merkte die Streamerin, dass sie aufgeflogen war und nun alle mitbekommen hatten, dass sie in Wahrheit eine 58-jährige Frau war. Nein! Die war 58, hat sich so aussehen lassen wie 18 oder so. Nummer 6 und einer unglaublichen Sache, die nur dank einer Überwachungskamera aufflog. Zeig her. Die Amerikanerin Audrey Young engagierte für die Zeit, in der sie im Urlaub war, einen Cat-Sitter, der in ihrer Wohnung in New York auf ihre Katze aufpassen und sich super um sie kümmern sollte. Ist ja auch okay. Außerdem an der Stelle hatte ihr Mann eine Überwachungskamera in der Wohnung angebracht, die Audrey automatisch Bilder per Mail schickte, sobald sich in der Wohnung etwas bewegte. Statt Videos ihrer Katze oder ihres Cat-Sitters, der sich um diese kümmert, erhielt die New Yorkerin dann aber plötzlich Material, mit dem sie so gar nicht gerechnet hatte. Oh. Auf den Videos war nämlich zu sehen, wie ihr Cat-Sitter eine fremde Frau mit in die Wohnung brachte und sich mit dieser dann ausgiebig im ganzen Apartment vergnügte. Weil Audrey von den Aufnahmen, die das Pärchen sogar unbekannt. Stell dir vor, jemand soll auf eure Wohnung auspassen, ruft sich einfach irgendjemand und dann gibst du erstmal eine Runde
Quickie, quickie, ne? Alte zeigten, schockiert war, schrieb sie ihrem Cat-Sitter wütende Nachrichten, worauf dieser allerdings nicht reagierte. Schließlich schickte Audrey dann eine Freundin mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung, die das bunte Treiben beendete und den peinlich berührten Cat-Sitter hinauswarf und dessen Freundin sogar ohne Hose auf die Straße schickte. Witzig. Stell mal vor, wie unangenehm das für dieses Mädel sein muss, für diese Frau sein muss. Hilfe. Ich glaube, die ist geschockt für ihr Leben. Ne? Die denkt jetzt immer, wenn die irgendwo zu Besuch geht, das ist safe nicht seine Wohnung und so. Der meint bestimmt noch so, ich habe dickes Haus und so. Guck mal hier, ich habe eine Katze hier. Meine Katze, die Riesenname und so. Komm hier, guck mal meine Bilder, die ich das aufgehört. Und das war alles gar nicht seins. Kommen wir nun zur Nummer 5 und gut. Einem Prank, der sich so ganz anders entwickelt hat, als eigentlich erwartet. Die YouTuber von dem Kanal Vlog Creations hatten sich vor 2 Jahren nämlich überlegt, Menschen zu verwirren und ihre Reaktionen auf Video festzuhalten. Okay. Zu diesem Zweck hängten sie einfach Toilettenschilder an beliebigen Türen auf und amüsierten sich königlich, wenn Leute verwundert vor einer Werkstatt oder auf dem Parkplatz standen, obwohl sie eigentlich nur ein stilles Örtchen suchten. Nach einiger Zeit passierte dann aber das Unglaubliche. Witzig. Ein Mann wollte eigentlich auf Toilette, öffnete durch den Prank aber den Tür zum Lagerraum eines Ladens. Anstatt aber wie alle anderen vorher direkt wieder umzukehren, schloss er die Tür hinter sich und blieb im Raum. Nein, der hat da jetzt nicht hingekackt, oder? Mehrere Minuten und die YouTuber fragten sich, wo der Mann wohl abgeblieben sei. Der hat da hingekackt. Bis sich die Tür dann doch irgendwann wieder öffnete und der Mann herauskam. Dabei rüttelte er jedoch an seinem Hosenstall, was einen krassen Verdacht weckte. Die YouTuber suchten daraufhin das Lager ab und fanden das Unglaubliche. Der Mann hatte tatsächlich sein Geschäft einfach in einer Ecke des Lagers verrichtet, statt weiter nach einer richtigen Toilette zu suchen. Der hat da einfach hingekackt, Digga. Auf der Nummer 4 befindet sich eine wirklich gruselige Sache, die sich vor 9 Jahren in den USA ereignete. Die fünffach alleinerziehende Mutter Tracy lag in ihrem Bett, als sie plötzlich polternde Geräusche vom Dachboden über ihr hörte. Doch damit noch nicht genug. Sogar einzelne Nägel lösten sich aus der Decke und so dachte Tracy, dass ein Poltergeist sein Unwesen auf ihrem Dachboden treibt. Voller Angst rief Tracy dann ihre erwachsenen Söhne und ihren Neffen und gemeinsam gingen sie nach oben, um nachzuschauen, was die Geräusche verursacht hatten. Einfach Einbrecher. Oben angekommen fanden sie dann einen großen schlafenden Mann, der sofort die Flucht ergriff, als er erwischt wurde. Bei dem Mann handelte es sich um Tracys Ex-Freund, von dem sie sich vor 12 Jahren getrennt hatte und der gerade erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit etwa 2 Wochen unbemerkt auf dem Dachboden gelebt und... Was redest du? Der hatte bestimmt noch einen Schlüssel, sie hat das Schloss nicht ausgetauscht vor 12 Jahren. ...seine Fäkalien in Bechern gesammelt hatte. Außerdem... Hey, wieso sind so viele Leute mit Fäkalien hier unterwegs? ...hat er die Lüftungsschlitze erweitert und seine Ex so die ganze Zeit heimlich von oben beobachtet. Weiter Gott, geht's wie mit der unangenehm. Nummer 3 und der Frage, ob Menschen sich überhaupt der Tatsache bewusst sind, dass sie in Aufzügen meist von Überwachungskameras gefilmt werden. Lava? Häufig fühlen sie sich nämlich gänzlich unbeobachtet, wenn sich die Tür schließt und sie alleine in der Kabine sind. Diese Frau zum Beispiel nutzte die Fahrstuhlfahrt nicht nur dazu, ihre Kleidung zu richten und ihren Lippenstift nachzuziehen, sondern sie entledigte sich auch mal eben ganz schnell ihres Höschens und ließ es in ihrer Handtasche verschwinden. Die hat einfach ihre Unterhose ausgezogen. Dass man sich alleine im Fahrstuhl sicher fühlt, nutzte ein Fernsehhersteller vor 9 Jahren dann übrigens auch für eine Werbung aus. Das Ziel des Unternehmens war es, die Menschen, die den Aufzug benutzten, kalt zu erwischen und diese Aktion auch noch als Werbung zu nutzen. Das Unternehmen tauschte nämlich die Bodenplatten mit ultra hochauflösenden Bildschirmen aus. Ah, ich kenne das, ich kenne das. Für die Besucher so aus, als ob die Bodenplatten plötzlich wegbrechen würden krank, und so wurden sie ordentlich erschreckt. Für die TV-Firma war der Coup gelungen. Schließlich hatten sie bewiesen, dass die Qualität ihrer Bildschirme so echt wirkte, dass es unheimlich war. Ja, normal, das erwartet man ja auch nicht, ne? Und einer unglaublichen Sache, bei der die Amerikanerin Sierra einen Mann vor ihrer Haustür erwischte. Sie hatte nämlich eine Überwachungskamera angebracht, die ihren Eingangsbereich filmte, in dem sich viele Weihnachtsdekorationen. Er hat nicht Weihnachtsdeko geklaut, oder?
Zeit. Leider hatte es aber in der Nacht stark gestürmt und so lag die festliche Dekoration wüst auf dem Boden verteilt herum. Okay. Auf den Aufzeichnungen sah sie dann, wie ein Lieferant von Amazon kam und ihr ein Paket bringen wollte. Anstatt aber einfach nur das Paket abzulegen, nein, der hat alles begann wieder... er damit das Chaos aufzuräumen. Nein. Und Stück für Stück wieder zu arrangieren. Ey, was, ein Ehrenmann. Ich dachte, der klaut jetzt alles, aber der hat das alles wieder heil gemacht. Sierra war natürlich absolut begeistert von so viel Freundlichkeit und meldete sich bei Amazon, um dem Mann zu danken. Jemanden bei etwas zu erwischen, muss also nicht immer zwangsläufig was Negatives sein. Was ein cooler Typ, Digga. Befindet sich eine mehr als leichtsinnige Aktion, bei der ein Mann in Alaska erwischt wurde. Mit Bären? Und zwar live vor tausenden von Zuschauern im Internet. Mit Bären? Die Ranger vom Katmai National Park also haben nicht Bären, sondern Bären. Also Kameras in der Natur angebracht, damit auch nicht Menschen Bären zum Essen, sondern Grizzlybären der Natur und oder so eine Dinger genießen können. Eine der diesen Agro manchmal, ne? Brooks River zeigt, fing 2018 die könnte ich so hochnehmen. Dieses unglaubliche Verhalten ein. Ein Mann versuchte offenbar für ein paar besonders gute Fotos so nah wie möglich an eine Gruppe so ein, wilder Bären. Oh mein Gott, das kannst du nicht bringen. Laut der Park Ranger beträgt ein sicherer Abstand zu den Raubtieren übrigens mindestens 50 Meter. Ja, schließlich Bruder. Sind Bären nicht gerade ungefährlich. Nee. Glücklicherweise ging diese unglaubliche Aktion für den Mann aber glimpflich aus. Und das war's auch krass. Schon. Krass. Okay, das Video war wild. Hä, was haben wir für Sachen gesehen? Mies gutes Video. Leute, war ehrlich ein strammes Video. Lasst ein Like da, wenn ihr es genauso seht. Lasst ein kostenloses Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.